glaube, jetzt muss ich mein Handy noch mal kurz zur Seite packen. Sonst sind hier Störungen. Herzlich willkommen zu der IGW Digital. Wir sind hier live für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Wir müssen uns noch ein bisschen eingerufen. Wir haben ja was vorbereitet. Wir wollen genau die Gespräche, die wir in Berlin auch immer geführt haben, jetzt virtuell hier führen. Also, da sind wir wieder genau bei dem Punkt, der vorhin schon mal fiel, das Stichwort, nämlich die eigene Heimat zu erkennen, zu begreifen, kennenzulernen und zu gestalten. Für mich ist jetzt die Frage, gibt es vielleicht auch noch andere Bereiche, wo wir mehr zusammenkommen könnten? Am schönsten finde ich immer, wenn man voneinander lernt. Der Wald wurde insgesamt vom Wolf jetzt aufgemischt. Ja, also zumindest wäre das ja auch aus landwirtschaftlicher Sicht wünschenswert. Vielen Dank für das, was du hier alles uns gezeigt hast und auch den Fleischwolf wieder ein bisschen näher gebracht hat. Auch lange nicht mehr gehalten. Die Welt im Kaleidoskop. Ich würde mir jetzt mal von euch draußen wünschen, überlegt mal, wer ist denn die beeindruckendste Persönlichkeit, die ihr vielleicht draußen auf der Grünen Woche schon getroffen habt? Rhododendron-Königinnen. Dann wird vielleicht der Jugendpfleger von der Gemeinde gefragt und nicht die 10 Jugendlichen, die auch dabei stehen. Und das sehr oft auf so Anlässen. Persönlichkeiten das Ganze zum Anlass nehmen, sich mit jungen Menschen ablichten, weil es einfach gut aussieht, wenn man sich mit der Jugend austauscht. Darf ich da mal nachhaken? Ja. Würde das bedeuten, dass die Jugend ihre Anliegen nicht scharf genug vorträgt? Nein, ich glaube, ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Wir als Politiker müssen unsere Hausaufgaben machen und alle Generationen abfragen. Ich denke aber, dass wir großes Potenzial haben. Das ist sowas, wo ich sage, das finde ich unfassbar wichtig. Und ich glaube, davon profitiert Kirche auch unglaublich. So funktionieren, dass Fehler auch gemacht werden dürfen. Ach, das habe ich den Stempel nicht gezeigt. Das hat Heinrich Bedford-Strom gesagt. Wir wollen Mahner, Mittler und Motor sein. Wir wollen zur Umkehr mahnen. Wir wollen in gesellschaftlichen Zielkonflikten vermitteln und um faire Lösungen ringen. Und wir wollen selbst in unserer kirchlichen Praxis noch nachhaltiger und glaubwürdiger werden. Ich bin also wirklich Landwirt und Agrarwissenschaftler. Ein Norddeutscher hat das Recht, bayerische Milch zu trinken. Ich finde aber auch, dass ein Bayer das Recht hat, gute norddeutsche Produkte zu essen. Natürlich. Ja, also andersrum genauso. Keine Frage. Na, ich denke, das ist eine Aufgabe, an der muss man wirklich immer dranbleiben. Die Landwirtschaft in neue Wege begleitet oder führt, dass man sagt, mit diesem Förderprogramm möchte ich, dass die Landwirtschaft mehr vielleicht Insektenschutz betreibt. Und dann beginnt auch schon das erste Kapitel. Natur entdecken durch Klänge und Musik. Es gibt immer eine kleine Einleitung. Kurz Frage an Technik, alles in Ordnung? Ja. Gut, okay, wunderbar. Okay. Ja. Und dann ein Teil zum Inhalt, Musik in verschiedenen Kulturen, dass Musik zum Beispiel auch in anderen Zeiten als Kommunikationsmittel viel stärker genutzt wurde. Schon seit 3 Jahren mache ich auf der Grünen Woche eigentlich immer den Gottesdienst. Der Jesus hat damals auch mit seinen Leuten gefeiert. Das hört sich erstmal schön und elegant an. Da kann man dann nochmal unterscheiden zwischen löslichen und wasserunlöslichen Ballaststoffen. Und ihr habt irgendwie auch einen Kellerraum, habe ich gehört, voll mit den Sachen. Ich glaube, er spielt auf unseren künstlichen Darm an. Hier ist zum Beispiel der Magen und hier unten wäre quasi der Dünndarm. Es geht mir immer beim Thema Agrarethik um Verantwortungsethik. Was heißt das konkret für andere? Und nicht nur, was hätte ich gerne, was schön und gut für mich nachher wäre. Haben wir auch noch andere Werte, die schlichtweg in unserer Gesellschaft weggedrückt werden. Die Zeiten sind zu Ende und da brauchen wir neue Konzepte. Und da sollte die Kirche auch mit dran arbeiten. Also man sieht auch, der ist komplett beleuchtet. Wir haben jetzt so eine Art Stromgenerator noch gekauft, wie so Autobatterien. Das ist ja keine Kaffeemaschine, wo man auf andrückt und dann einmal drauf, bei mir in der Küche. Und dann kommt da irgendwie Kaffee bei rum, sondern das ist schon eine gewisse Kunst. Auf der nächsten Karte sieht man dann, wie das so wie ein Trichter alles nach Santiago geht. Und das ist natürlich auch typisch Pilgern. Wir sind jeden Abend in einer Herberge und natürlich ganz typisch, es gibt Zuschauer aus einem anderen Stern. Das ist jetzt... Sondern man muss einfach wissen, über welchen Wald reden wir und von, ja, aus welcher Zeit stammt dieser Wald. Muss man sehr differenziert sehen. Also man kann nicht einfach sagen, der Wald und dann haben wir ein Bild und das stimmt jetzt irgendwie für ganz Deutschland. Das ist natürlich Quatsch. Ein Stück Kiefernholz vor mir, wo das Harz geerntet wurde vor Jahrzehnten. Es wird gar nicht mehr gemacht. Sodass für jedes Insekt und jedes Tierchen dort
irgendwie Platz ist. So die große Vision wäre eigentlich, dass der gesamte Westerwald diese Insektenquartiere bekommt. Am Anfang jedes Tages verpflegen wir meistens erstmal unsere Hühner. Wir haben 4 Hennen und 1 Hahn. Wir hatten mehr Möglichkeiten und Kontakte in den ökologischen Bereich weiter einzutauchen. Warum würdest du gerne in diesem Dorf wohnen? Weil ich finde, dass da alle Leute nett sind. Man hat Meer und Wald. Miraculix, unser Druide, glaubst du wirklich, dass wir den Lauf der Dinge immer so aufhalten können, wie wir es getan haben? Und dann sagt Miraculix, natürlich nicht, Asterix, aber wir haben ja noch Zeit, so viel Zeit. Aber bevor wir so weit in die Zukunft schauen, fällt erstmal ein kleiner Blick in die Gegenwart. Ganz bunte, ganz vielfältige Materialsammlung für evangelische Kitas. Das ist ein Bild, wie man Fridays for Future ganz am Anfang mal gesehen hat. Und ich glaube, ich muss nicht weiter erklären, was es damit auf sich hat. Wie können wir die Schule als Mobilisationsort nutzen? Wichtig ist aber, glaube ich, dass gerade pädagogische Fachkräfte, die mit diesen Jugendlichen zusammenarbeiten und EhrenamtlerInnen und so, wirklich geschult sind, das dann auch zu begleiten. Diese Methoden sind dazu da, um Kindern und Jugendlichen das Thema Queer näher zu bringen. Und zu gut für die Tonne wurde 2012 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ins Leben gerufen, um auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. Ja, bei Arme Ritter braucht man nämlich in dem Fall Klumpen Butter. Oh, ey. Packen wir ein, ne? Da packen wir ein, ja.